Irgendetwas stimmt nicht. Hier war der Geist gebunden. Aber jetzt fühlt es sich leer an. Wer hat diesen Dämon hier gebunden und warum? Vor langer Zeit gab es einen Krieg zwischen meinem Volk und dem Reich von Tevinter. Nachdem die Magister Alethan vernichtet hatten, sammelte sich mein Volk, um in einer letzten Schlacht auf den Gräbern unserer Ältesten zu kämpfen. Ich habe davon gehört. Es war ein letzter rachsüchtiger Schlag. Sie haben diesen Berg mit Vernichtung überzogen, um unserem Volk zu zeigen, dass Widerstand zwecklos ist. Ich weiß nicht, ob es die Elvenan oder die Magister Tevinters waren, die den Geist banden. Aber er wurde nach dem Krieg hier zurückgelassen. Und wie stellen wir den Spiegel jetzt fertig? Ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht, was geschehen ist. Wie konnte er diesen Ort verlassen? Ich bin geschehen. Hüterin, was habt ihr getan? Es war von Anfang an der Plan des Dämons, dass du den Spiegel fertigstellst. Es wäre eine Tür aus diesem Gefängnis gewesen, die direkt in unsere Welt geführt hätte. Und du wärst sein erstes Opfer geworden. Das konnte ich nicht zulassen, Darlin. Ihr habt ihn aufgehalten. Ihr habt Meryl gerettet. Noch nicht. Der Dämon ist noch hier. Solange er gefangen war, konnte ich ihn nicht im Nichts bekämpfen. Und ich konnte ihn nicht bannen, ohne ihn noch stärker zu machen. Also habe ich mich selbst zu seinem Gefängnis gemacht. Tötet mich. Und auch er wird sterben. Und Meryl wird endlich in Sicherheit sein. Nein. Das könnt ihr nicht verlangen. Das werde ich nicht tun. Du wusstest immer, dass deine Blutmagie einen Preis fordern würde, Darlin. Und ich habe mich entschieden, ihn für dich zu bezahlen. Darris Shearer. Aufgebracht! Verräterin. Der Schreckenswolf dich bis ans Ende deiner Tage verfolgen. Ich wollte mein Leben wieder aufbauen. Warum musstest du zurückkommen und all... Wir sind verflucht, der ganze Clan, und du hast das über uns gebracht. Du konntest die Vergangenheit... ihn besiegt, Darlin. Du bist viel stärker, als ich gedacht hatte. Der Dämon ist tot. Hüterin, ich... Verlassen wir diesen schrecklichen Ort. Der Clan muss die gute Nachricht erfahren. Willkommen zurück, Hüterin. Verschwinden wir von hier. Ich kann kaum fassen, dass es vorbei ist. Es ist tatsächlich vorbei. Hüterin!
ihr getan? Ich will das nicht. Das hier wollte ich nie. Oh, Schöpfer, bitte lass das nur einen bösen Traum sein. Ich werde aufwachen und mich wie eine Närrin fühlen und sie wird mich schelten, weil ich nicht auf sie gehört habe. Ihr wusstet, dass es gefährlich ist, sich mit Dämonen einzulassen. Ihr wusstet, dass dadurch andere zu Schaden kommen könnten und habt es trotzdem getan. Ich hätte diejenige sein müssen, die dafür bezahlt. Sie hatte kein Recht, sich einzumischen. Sie hat euch geliebt, Meryl. Sie wollte euch beschützen. Warum konnte sie nicht einfach an mich glauben? Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich sollte den Clan aufsuchen. Jemand muss davon erfahren und herkommen. Sich um sie kümmern. Wir wissen, dass die Hüterin hierher gekommen ist. Was ist hier los? Wo ist sie? Feneril, die Hüterin, sie ist... Sieh sie dir doch an, Feneril. Sie ist voller Blut. Was hast du getan, Meryl? Hüterin, könnt ihr mich hören? Sie ist tot. Ich hätte wissen müssen, dass du dich gegen sie wendest, du Monster! Das hier war eine Tragödie. Aber ich verspreche euch, dass niemand sonst mehr durch Meryls Blutmagie zu Schaden kommt. Erwartet ihr, dass wir dem Wort einer Schemlin glauben? Halt dich zurück, Eneria. Sie war einst unsere Erste. Die Hüterin hat sie geliebt. Sogar mehr als den Clan, wie es scheint. Feneril, es tut mir leid. Ich wollte nie, dass dies geschieht. Hätte ich sie retten können, hätte ich an ihrer Stelle sterben können, ich hätte es getan. Nichts als leere Worte. Dass du noch atmest, sagt genug. Das reicht, Eneria. Bringt Meryl von hier weg, Mensch. Sie werden mir niemals vergeben. Wärt ihr nicht hier, Hawk, würden sie mich töten. Vorsicht, Shen. Mögen die Schöpfer über euch lachen. Nicht euer Volk. Ihr seid zurück. Braucht ihr irgendetwas? Ich brauche im Moment nichts. Natürlich. Ihr seid naiver, als ich dachte. Was habe ich euch jetzt wieder getan? Mir? Nichts. Noch nicht. Es geht um euch. Ihr macht euch überhaupt keinen Begriff davon, wie viele Magier bereits den Weg beschritten haben, den ihr gerade geht. Mein Clan hat nicht an mich geglaubt. Wenn ihr das auch nicht tut, ist mir das gleichgültig. Bei Elganan. Jetzt bin ich schon 6 Jahre hier und bekomme die Löcher im Dach noch immer nicht gestopft.